Barbie hat sich in einen Drachen verwandelt. Schau dir Lalilus neues Video an und lerne, was für ein Leben diese magischen Kreaturen führen. Ein Wasserfarbenstift wird uns helfen. Diese Farbe ist richtig selten. Füge grünen Glitzer hinzu. Male die Lippen drauf und trage klaren Nagellack auf. Kreiere weiche Locken. Wow, sind das wirklich die Schuppen eines magischen Drachens? Schneide ein Oberteil aus Kunstleder aus und befestige es am Korsett. Das Oberteil ist fertig. Suchen wir den passenden Rock aus. Sie hat eine glänzende Tüllschleppe. Es gibt Schuppen auf dem Stoff. Dekoriere die Schuhe mit Glitzer. Jetzt sind sie im Drachenstil. Drachen fliegen viel schneller mit Schaumpapierflügeln. Betone die Flügel mit Kreide. Drähte helfen uns dabei, Gewebe zu kreieren. Male den Heißkleber pink an. Unsere Mama wird sehr schnell lernen zu fliegen. Kleine Strasssteine glänzen wie Diamanten. Wir kombinieren Designerklebeband und Heißkleber, um eine schöne Krone zu erhalten. Schneide so einen dünnen Schaumpapierstreifen aus. Jetzt gibt es eine lange Rüsche um Barbies Arm. In einem weit, weit entfernten Königreich gibt es ein Drachenland. Magische Pflanzen wachsen auf den Bergen. Der Nebel bedeckt die Erde. In einer der Höhlen lebt die Drachenbarbie. Sie ist schlau und hübsch. Die Sonne berührt ihre Flügel und die Vögel singen zu ihren Ledern. Eines Tages brachte eine weiße Taube neue Nachrichten. Barbie bekommt einen kleinen Drachen. Stellen wir ein Kleid für das Baby her. Zeichne Umrisse auf grünem Stoff und zeichne einen Overall drauf. Schneide das Teil aus und probiere es dem Baby an. Wir müssen nur noch einen großen Tüllrock befestigen. Dekoriere das Kleid mit einem herzförmigen Kristall, füge einen Schlangengürtel und ein paar Schuppen hinzu. Was für ein schöner Drache! Schmuckhersteller entwerfen ein glänzendes Diadem aus glitzerndem Schaumpapier. Die Babydrachen werden mit Flügeln geboren. Füge Gewebe hinzu und trage Flüssigglitzer auf. Bestreue auch die Flügel mit Glitzer. Klopf, klopf, das Ei ist gerissen. Das Baby ist bereit, die Welt kennenzulernen. Es ist ein Baby mit hellen Haaren geboren worden. Sie ist ein echter Drache. Ihre Mama nennt sie Nessie. Ich werde dich lieben und unterstützen. Und ich bringe dir bei, schneller als der Wind zu fliegen. Stellen wir einen Flaschenhalter her. Ein altes Kinderüberraschungseispielzeug hilft uns dabei. Bedecke einen kleinen Plastikring mit Strasssteinen. Man kann ihn so einfach benutzen. Die Flasche rutscht nicht aus und sie ist immer griffbereit. Mama Drache hätte die Flasche in den Bäumen und im dicken Gras verloren. Aber den Flaschenhalter sieht man aus weiter Entfernung. Man kann ihn sogar sehen, wenn man schaukelt. Nun ist Essenszeit. Baby, trinke deinen Lieblingsmorgentau. Stelle einen Hochstuhl aus einer Hälfte eines Kinderüberraschungseis her. Schneide den Überschuss ab und male das Ei mit perliger Acrylfarbe an. Benutze bronzefarbene und schwarze Metallfarbe. Zeichne ein Muscheldesign drauf. Betone ein paar Schuppen mit Glitzer. Dekoriere den Rand mit Fransen. Wir können eine Decke aus einem Netz von einem alten Haargummi entwerfen. Befestige etwas Grün dran.
Ein Zweig wird zum Griff. Jetzt kann die Mutter ihr Baby überall hin mitnehmen. Und ihre Hände sind während des langen Spazierganges frei. Dieser Stuhl ist so bequem. Nessie fühlt sich so sicher und bequem darin. Komm her, Baby. Ich gebe dir eine Umarmung. Suchen wir einen Hintergrund für ein Geschicklichkeitsbrett aus. Drache, wir brauchen deine Hilfe. Diese? Okay, schneide ein rechteckiges Stück aus. Klebe Chamäleon-Halbperlen, Blattanhänger, einen Paillettenfaden, einen Pfeifenreiniger, einen Strassstein, die Wörter My Girls und viele glänzende Kristalle und Steine drauf. Der Drache liebt sein neues Geschicklichkeitsbrett. Nessie, wir haben eine Überraschung für dich. Wow, ich habe noch nie so etwas gesehen. Jetzt kann das Baby etwas über die Welt lernen und so viel Spaß haben. Verleihen wir diesem alten T-Shirt ein neues Leben. Schneide einen Dinosaurier aus. Nimm eine Schaumpapierbasis in derselben Größe. Ein paar Streifen doppelseitiges Klebeband und der Dinosaurier wird farbig. Bedecke einen Pfeifenreiniger mit einer grünen Rebe. Dekoriere die Matte mit Stickerstraßsteinen. Glänzende Muscheln werden praktisch sein. Stelle Anhänger aus Kristallperlen her. Befestige sie am Bogen. Sie machen so ein schönes Geräusch, als würden Bergtautropfen auf Blätter fallen. Baby Nessie liebt dieses magische Geräusch. Der Babydrachen ist von seiner Lernmatte besessen. Nessie könnte stundenlang damit spielen. Die Spielzone war so interessant, dass sie den ganzen Tag dort verbracht hat. Braucht da etwa jemand ein Nickerchen? Schneide einen Teil der Wand aus einer runden Kartonverpackung aus. Male sie grün an. Bedecke ein Schleimei aus Plastik mit einem Paillettenband. Beide Eihälften haben glänzende Drachenschuppen. Lege eine kleine Fließdecke rein. Bedecke die Innenseite des Eis mit einem Gurtband, füge eine Decke hinzu und befestige alles am Bogen. Die Drachenbarbie hat ihre Tochter in einen Schaukelstuhl gesetzt. Sie kann hier ganz einfach einschlafen. Und sie ist gar nicht knatschig. Wir können ein weiches Bett aus einem Küchenschwamm herstellen. Schneide ein rechteckiges Stück aus. Lasse etwas Rand übrig. Bedecke das Bett mit grünem Fließstoff. Bedecke die Seiten mit einem Satinband. Jetzt kommt der interessanteste Teil, die Dekorationen. Es gibt alles. Strasssteine, Halbperlen und Blumen aus Edelsteinen. Eine lange Rebe und ein Paillettenband bedecken die Seite der Wiege. Und es gibt so viele Edelsteine aus den Drachenhöhlen. Vergiss nicht, die Außenwände zu dekorieren. Wechsle rechteckige Pailletten und ein Band aus und runde es ab. Die Wiege sieht so magisch aus. Sie ist perfekt für kleine Drachen. Hänge die Wiege an glänzende Kordeln. Befestige ein Tüllbaldachin obendrauf. Die Wiege hängt in den versteckten Höhlen. Mama Drache beschützt ihr Baby vor Regen und Wind. Baby Nessie wird nur süße Träume haben. Würdest du gerne das Drachenland besuchen? Kommentiere unten. Gib unserem Video einen Daumen nach oben, abonniere Lalilu und klicke auf die Glocke, damit du keine neuen Videos mehr von uns verpasst.